Sogenannte Persistenzprognose, und die besagt ja, wenn man sagt, dass das Wetter heute auch morgen so sich abspielt, dann hat man eine Trefferquote von etwa 70% automatisch. Ich weiss nur etwas Neues. Also, die Tagesneuigkeit von heute ist, dass die Türkei scheint, die Antarktis entdeckt hat. Eine neue Landestelle gemacht, weil wir die anderen nicht annehmen konnten, damit wir nicht ausschiffen konnten. Wir hatten jetzt viele Wellen gehabt. Übrigens, weil du dich so gut auskennst, ist auf diesem Schiff dieser Bergsteiger, der 62 am Everest war? Das weiß ich nicht genau. Aber also, er hat mir einen Brief geschrieben, aber ich... Oder ein Mail. Nur, ich kenne nur das Flugzeug vom Yeti, oder? Und da ist noch Caminada in der Schweiz, der eine Gruppe gebildet hat, um diese Maschine zu holen. Der Architekt?
Caminada, Leo Caminada, Versicherungen, was der gemacht hat. Aber, das ist, aber es war nichts Besonderes für deinen Leben. Also für mich war das etwas sehr Besonderes gewesen. Das ist aber das, du bist ganz anders mit dem konfrontiert. Bei mir kam in diesem Moment das erste Mal der Neid richtig zum Tragen. Okay. Weil die vielen tausend Bergsteiger, die sich in meinen Schatten gestellt haben, gesagt haben, Schwätzer. Ja, ist klar. Und dann glaubten sie, meine Glaubwürdigkeit gebrochen zu haben. Und die nächste Geschichte war die Yeti-Geschichte. Und da hat sich jeder gesagt, warum wieder der Messner? Warum hat das ich nicht gemacht? Hätte jeder andere gemacht. Ja, genau. Ich war ja 30 Jahre lang im Himalaya und habe immer gesagt, Yeti interessiert mich nicht, ist Humbug, ist es nicht. Und dann komme ich auf eine Spur und sage, da ist was dahinter. Also gehe ich dem nach, logischerweise. Und das hätten tausende Leute vor mir machen können. Und sie haben es nicht getan. Du hast heute gesagt, dass ein Abenteurer ist nur ein Abenteurer, wenn er die ersten Fußstapfen in den Boden drückt, wo noch keiner vorher gegangen ist. Ja, aber was sagst du zu all denjenigen, die so langweilig sind wie ich, die nicht von solchen, Taten plagieren können, wie du sie erlebt hast? Also, du hast dich schon entschlossen, hierher zu fahren. Das ist schon sehr mutig. Ja, wegen dir, ja. Wirklich? Ja. Ich bin an der eigenen Nordwand groß geworden. Und ich habe immer. Bist ein Grindelwalder? Ja, wirklich? Von Großmutter her, ja. Aber nicht selber dort geboren? Nein, ich bin... Ich habe heute ein Projekt zum x-ten Mal ange... Ja, und deswegen sage ich eben, dort müsste man entschleunigen. Ja, hattest du die Kraft, uns Schweizern dort auf der kleinen Scheidegg noch zu helfen? Nein, die Schweizer sind ja auch hochnäsig. Und sagen, wir lassen uns nicht von einem Südtiroler da sagen, was wir zu tun haben. Wirklich? Hast du das schon gespürt? Nein, ich glaube, inzwischen bin ich schon sehr weit gekommen. Aber wenn man sich das vorstellt, dass die Leute nach 4 Wochen sagen, hat keinen Sinn, wir kommen alle um, wir sind eh tot, warum sollen wir das ertragen? Erschießen wir uns. Ja. Und der Frank Weil sagt immer, das tun wir nicht, das dürfen wir nicht. Unser Boss hat versprochen, er kommt. Und ich verspreche euch, er rettet uns. Auch wieder. Nur die Entscheidungen, die frechen Entscheidungen, die absolut irren Entscheidungen, trifft Jekyll. Und der Wald hat sie dann geholfen zu tragen. Na, der hat sie ausgeglichen. Ja. Das heißt, er hat das Vertrauen, das die Mannschaft in den Shackleton hatte, übersetzt in eine Sprache, in Bilder, in Emotionen, die Mannschaft nachempfunden hat. Aber du sagst, du hattest kein Gottvertrauen. Also wenn du jetzt in einer Wand warst, das kam Steinschlag links und rechts neben dir runter und dich hat kein Stein getroffen, hast du nie irgendwie gedankt, dass du das jetzt überlebt hast? Nein, das im war, Moment sowieso aber nicht. Ist dein Können. Moment. Das war ja nicht dein Können, dass das... Nur im Rückblick von früher, nicht nur heute, im Rückblick sage ich ab und zu, da hätte ich umkommen müssen, da hatte ich Glück, warum Glück, da hätte ich umkommen können. Wenn ich jetzt meine Geschichte zu meinem Sohn sehe, dann wird das viel radikaler, weil ich genau weiß, was alles passieren kann und wo er Glück braucht. Aber wenn du als agierender Mensch, ich bin jetzt nicht mehr der Agierende, ich bin der beobachtende Mensch, wenn du als agierender Mensch im Grunde den gleichen Blickwinkel hättest wie ich jetzt auf ihn, dann könnte er nie ein Leben gestalten. Deswegen muss er frei sein, er muss völlig frei sein. '84 war ein Arzt hier und dieser Arzt hätte nach 2 Jahren hier in der Station nach Hause fahren sollen mit dem Versorgungsschiff. Und am Tag, bevor es losging, kam ein Telex aus Buenos Aires, um zu sagen, nein, der neue Arzt kann nicht kommen und der alte Arzt, der noch hier war, musste noch ein Jahr lang hier bleiben. Der ist ja total ausgeflippt, hat die Station abgebrannt und kam tatsächlich sehr schnell nach Hause und zwar ins Gefängnis. So, that's the story of the arzt.